Okay, und damit herzlich willkommen zu Bendy and the Dark Revival, Leute. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ich war noch nicht im Studio. Ach, fuck it. Wir spielen auf normal. Ich bin ein fucking Pro. We're always free to choose. To believe what we want to believe. But when you step back, when you really look at where you've been and the things you've done, your past will come to devour you. Nice intro. There you go, little guy. And only 800 more frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Okay. Time for a little adventure. Okay. What the fuck, Alter? Nathan, das geht. Really? They locked me in. Hol deinen Büroschlüssel. Ich verstehe die Referenz. Jetzt noch ein Brett von oben runterfallen und dann haben wir's. Here's the key. Alright, Key. Dann wieder zurück, würde ich sagen. Not the most welcoming hallway I've ever seen. Hello? Is someone there? Sag mal, hat er sich eigentlich bewegt oder bin ich dumm? Dann mal nach unten oder sowas. Alright. Dann nach unten. Hey, hey. Wilson? You scared me to death. I'm sorry, my dear. Didn't mean to frighten you. You're working late tonight. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Mind if I step in? Of course not. Thank you, Audrey. You look like you could use a little company. Alles klar, Typ. Wilson, alles klar bei dir? So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Gorgeous. What was that? Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in the system. Happening a lot this past few days. No need to fret. Let's see what we can find. Come along now. Old Wilson will protect you. Alles klar, Wilson. Der Typ, Alter, was ist mit ihm? Alright. Wenn du das sagst, ein sehr interessanter Beginn für dieses Spiel. Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Audrey, sweet Audrey. Do an old man a favor and go find them. I'll tend to the power. Also die ganzen Referenzen gefallen mir, bin ich ganz ehrlich. Aber auf hier. Hier ist ein Zahnrad. Ich glaube, es sind sogar die gleichen Items. Der hat auch schon bessere Tage gesehen. Illusionen des Lebens. Na. No. Cool. Und das hier, ja genau. Die Schallplatte.
das Zahnrad und zu guter Letzt das Buch. Only one thing left to do. Pull that switch. It is done. Wilson? Oh, Audrey. The things you've set in motion. What's happening? The ink is calling us, my dear. Can't you hear it? What? Shh. Don't fret. We're going home. Stay back. Listen to me, Audrey. Pay attention to these last words. Because very soon, you will forget everything. Let go! Come find me, Audrey. Come find me, and I'll show you your purpose. I'll show you the truth. This can't be real. And now, we die. What are you doing? Oh, no. Oh, das war ultra cool. Okay, fühle ich. Entkomme aus dem Studio. Und hier sind wir nun auf der Cartoon-Seite. Jede große Geschichte beginnt mit einem Rätsel. Auch wenn du zunächst im Dunkeln tappst, wird die Wahrheit schließlich deinen Weg erhellen. Fürchte dich nicht vor dir selbst. Fürchte nur das, was aus dir werden könnte. Und verbanne es, bevor es zu spät ist. Ach, hier fehlt etwas. Ach so. Relax. The man who killed the ink demon, William... Ich glaube, ich brauche so Rohre an Grant Cohen, Buchhaltung. Bitte informieren Sie Mr. Drew, dass die Gerüchte über den Bankrott der Joey Drews Studio trotz seines Beharrens unwahr sind. Ich möchte ihn daran erinnern, dass im Falle eines Bankrotts alle Geräte und Experimente, die aus unserer Partnerschaft entstanden sind, vertragsgemäß der Gent Corporation gehören. Falls nötig, werden wir diese Vermögenswerte mit rechtlichen Schritten zurückfordern. Alan Gray, CEO. Ah, guck mal hier, hab's doch gefunden. Tada! Ich bin gespannt, was sie da draus gemacht haben. Lol. Herr im Himmel, diese Leute glotzen mich an, als würde ich kleine Kätzchen ersäufen. Ich hab noch nie jemanden so enttäuscht gesehen. Aber so läuft das nun mal. Wenn das Management die Rechnungen nicht zahlt, kommt die Bank und holt sich alles zurück. Ganz kalt lässt mich das allerdings nicht. Schließlich war ich ein riesen Fan der Cartoons, die sie hier früher gemacht haben. Tja, die Zeiten ändern sich. Das Leben geht weiter. Telly Wester. Joey, Jack und ich haben uns gefragt, ob du dich im Hinblick auf die aktuelle Lage mit uns treffen könntest. Wir sind schon seit Jahren mit dabei und denken, dass wir viel zum Erfolg von Benny beigetragen haben. Uns geht es nur darum, die Firma zu stärken und wir wollen auf jede erdenkliche Weise helfen. Lass uns reden. Sammy Lawrence. Oh! Alrighty. Oh mein Gott! Gibt's noch? Nein! Oh fuck. Nein, war da im Menü? Downtown. You could practically hear the rats through the telephone when he called me last April.
In spite of that, old Joey sounded quite happy when last we spoke. More like the excited, hopeful young man I knew once upon a time. Well, farewell, my friend. What will become of your creations now? Ah, hier kann ich auch hoch, okay. Ey, das ist cool, die Animation gefällt mir. Das Voice Acting ist auch cool, aber das Voice Acting war auch im ersten Teil schon cool, fand ich. Außer Henry. Henry war manchmal ein klein wenig zu locker, fand ich. Jetzt kann ich rennen. Da, wobei, soll ich mich darüber freuen? Oh, lol. Ist das mit diesem Heavenly Toys was? Ey, das ist halt so, nach langer Zeit wieder hierher zu kommen, ist irgendwie auch so ein ganz cooles Feeling. Finde ich cool, gefällt mir. Oh, oh. Ah! Lauf und versteck dich. No problem. Okay. Ah! Bleib draußen. Essen. Deine Gesundheit wird knapp. Schnapp dir einen Snack. Ist das wie bei Boris in the Dark Survival? Das ist cool. It helps patch you up. But the aftertaste, it's not so good. Easy now. I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson one. Searchers don't have legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving, and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. I hope we meet again. Oh. And one more thing. Above everything else, stay away from the Ink Demon. What's an Ink Demon? Well, you'll know him when you see him. He likes to smile, and he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Aber wir sind jetzt erst in Kapitel 1. Ein nicer Einstieg hat das Spiel auf jeden Fall. Hier ist es sicherer, nicht gesehen zu werden. Lauf nie einfach darauf los, wenn du nicht weißt, was dich erwartet. Wenn du ein Problem frontal angehst, bekommst du Schwierigkeiten. Und das wäre einfach nur dumm. Beobachte, lausche und mach erst im richtigen Augenblick deinen Zug. Und hier ist auch noch was. Angus Newman, Alter. Was ein Typ. Your random numbers? Yeah, no freaking thank you!
Aber jetzt die Frage. Ah, hier. Security Lock. 4, 4, 5. Let's go. He sees everything. Okay, das creepy ein bisschen. Alright. Turn around. Haha. Oh mein Gott. Wilson knows. Achso, hier ist er nicht hoch. Ich hab's gar nicht gesehen. So. Und zack. Was hat jetzt die Tür hier geöffnet? Hier ist was auch immer. Was ist das? Gut. Ah. Hey, wir gehen auf jeden Fall auf Gesundheit. Ja. Das kann ich schieben, oder? Schließe die Tür zur Wartung auf. Achso, ich kann nicht durch so. Ich dachte, das wären Versteckmöglichkeiten. Ah, hier ist ein Schlüssel. Dann mal auf hier. Die ganze Tür abgenommen. Animation Alley. Ah! Meine Güte, hör doch auf damit. Speichere dein Spiel jederzeit im Pausenmenü. Echt? Ah, hier, okay. Speichern. Hier brauche ich wieder einen Schlüssel für, oder was? Digga, das ist der, was ist das? Okay, wir schauen uns einfach um, kann ich die hier öffnen? Nee. Audrey, it's Alice. Can you hear me? Hello? Audrey? Oh, I'm so glad you're all right. Alice, I think you and I have very different definitions of all right. Where are you? Animation department entrance? But it's locked up tight. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. What was that? There's something in here. Audrey, find that gent pipe. Now. Natürlich ist hier was drin, dieses komische, dieser andere Butcher-Gang-Typ. Find that gent pipe. Ah! Das Ding, Alter, das Ding an Klettern? Spielt uns das nicht eigentlich in die Karten, dass es da drin dunkel ist, weil man uns nicht sieht? Spähen. Ach so, man kann auch so um die Ecke gucken. Oh no. Was? Übertreib dein Leben. Okay. Ich glaube, ich bin ziemlich gut dabei. Jawohl. Missing a fuse. Let's see if I can find one. Das ist ein Witz. Hat sich ein Schwert gecraftet? Okay, nochmal, um das klarzustellen. Ich brauche eine Sicherung, um den Strom anzuschalten. Den Strom brauche ich, um da drüben in den Raum reinzukommen, damit ich mir da drüben die scheiß Pipe holen kann. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass man sich mit C duckt. Ich bin das nur mit Steuerung gewöhnt. Auch nicht? Hier? Wo laufe ich denn jetzt hin? Hier war ich ja noch gar nicht. Was war das denn? Man kann ihn nicht zumachen, echt jetzt? Was macht die Sicherung da drin? Well. Er hat verfehlt. Was ein Loser, zweimal verfehlt sogar. Okay. Blub, blub. Lights are on. Time to get that gen pipe. Wir spielen mit dem Feuer, so viel steht fest. Zuerst spaziert Jen hier rein und verlegt überall diese dicken, tonnenschwere Rohre. Dann öffnet Joey den Laden für öffentliche Besichtigungstouren. Ist das alles auch wirklich zu Ende gedacht? Ich meine, Sammys verdammte Musikabteilung steht ständig unter Wasser. Und bei einer Tour letzte Woche hätten wir fast eine ganze Wand verloren, als ein Ventil platzte. Zum Glück dachten diese blöden Touristen, das sei Teil der Show, also haben sie applaudiert. Ich weiß, dass Joey einfach nur Geld auftreiben will, aber mit sowas eröffnet er Katastrophen Tür und Tor. Ein richtiger Unfall reicht aus, um eine Lawine aus Ärger loszutreten. Hudson Dale. At least now I can defend myself. Ha! Jetzt ist es Zeit, euch mal einen reinzu. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber nicht gegen zwei auf einmal. Dieser Wilson, er ist überall und nirgendwo. Ich weiß nicht, wie er das macht. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn.
Was, wenn er immer in meinem Kopf ist? Was, wenn er meine Gedanken hört? Kannst du mich hören, Wilson? Hörst du mich? Mix, trickst du nicht. Ich habe einen Plan. Wenn ich mir das Hirn ausreiße, hörst du meine Gedanken nicht mehr. Ha, ich werde es dir zeigen. Mich wehren. Hoch lebe der Tintendämon. Hoch. Er ist nicht tot, das sage ich dir. Er wird wieder auferstehen und seine Rache wird schrecklich sein. Hier. Boots. Oh. Ist das ein Searcher? Ja, ne? Was geht denn jetzt ab? Verbannen. Oh. Ja, der ist jetzt gebannt worden, Leute. Kein Minecraft mehr für dich. Und auch kein Fortnite mehr. Aber hier würde ich dann auch die erste Folge tatsächlich einfach mal so stehen lassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann und ciao.